In diesem Video möchte ich Ihnen die Funktionen und den Lieferumfang des Telekom Media Receiver 400 vorstellen. Zunächst möchte ich Ihnen jetzt den Lieferumfang des Telekom MR 400 zeigen. Wir haben hier zum einen die neu gestaltete Fernbedienung in edler schwarzer Optik. Wenn Sie den Media Receiver in weiß bestellen, dann kriegen Sie die Fernbedienung natürlich auch in weiß. Die Fernbedienung ist etwas dicker unten, hat den Vorteil, dass hier diese Standard AAA-Batterien künftig reinpassen, wo beim alten Mediareceiver ja Knopfzellen notwendig waren. Dann gehört natürlich zum Lieferumfang hier der Mediareceiver 400 selbst. Den gibt es wie gesagt alternativ auch in weiß. Der ist deutlich flacher und leichter und kleiner als das Vorgängermodell. Ich habe hier zum Vergleich nochmal das Vorgängermodell R303. Und hier sieht man sehr schön im Vergleich, wie klein das neue Gerät geworden ist. Zum Lieferumfang gehört natürlich die Bedienungsanleitung, dass Sie alles Wissenswerte zum Anschließen des Gerätes erfahren. Mit dabei ein externes Netzteil, was auch diese kleine Bauform des Mediareceivers ermöglicht, so wie hier. Dann das Stromanschlusskabel und natürlich auch bei möglichen Defekt des Netzteils muss nicht der ganze Receiver getauscht werden. Dann liegt dabei ein langes Netzwerkkabel. Damit können Sie Ihren Mediareceiver mit Ihrem Telekom-Router verbinden. Und wir haben hier ein HDMI-Kabel, was auch durch ein längeres eigenes vorhandenes gegebenenfalls ausgetauscht werden kann. Hier verbinden Sie also den Fernseher mit Ihrem Mediareceiver, um hochauflösende Signale zu bringen. An der Vorderseite des Media Receiver 400 gibt es hier diesen Ein- und Ausschalter, dann ein Display hinter dieser schwarzen Abdeckung, was dann Informationen zum Programm anzeigt oder zu den Sendern. Dann gibt es hier einen Programmwahlschalter, um Sender schnell durchzublättern, sowohl Radiosender als auch Fernsehsender. Und hier ganz außen gibt es eine Wahlmöglichkeiten, um zwischen dem TV und dem Musikmodus hin und her zu schalten. Im Musikmodus zum Beispiel können Sie dann Internetradio hören und das direkt auf Ihrer Stereoanlage wiedergeben, ohne den Fernseher einzuschalten. An der Rückseite des MR 400 gibt es hier zum einen den LAN-Netzwerkport, um den Receiver mit Ihrem Router zu verbinden. Sollte das Gerät kabellos angeschlossen werden, benötigen Sie entweder einen Powerline-Adapter oder eine WLAN-Bridge. Dann haben wir hier zwei Audioausgänge, einmal optisch und einmal koaxial, um eine vorhandene Stereoanlage oder ein Soundsystem anzuschließen für ein echtes Kino-Feeling vom Sound her. Wir haben hier einen HDMI 1.4-Port, um Ihren Fernseher an Receiver anzuschließen und die HD-Signale zu empfangen. Ein SCART-Anschluss ist bei diesem Receiver hier nicht mehr vorhanden wie beim Vorgängermodell, weil es einfach kaum noch Fernseher gibt mit SCART-Anschluss. Wir haben hier einen USB 2.0-Port. Dort können Sie zum Beispiel einen USB-Stick anschließen und dann Bilder oder Musik vom USB-Stick auf den Media-Receiver wiedergeben. Es gibt hier einen versenkten Reset-Knopf, wenn Sie das Gerät einmal rebooten müssen und wenn es irgendwie aufgehangen hat, im unwahrscheinlichen Fall. Dann haben wir hier den 12 Volt Poweranschluss, wo einfach das Netzteil angeschlossen wird. Den Powerknopf zum Ein- und Ausschalten des Media Receivers, also echtes Ein- und Ausschalten. Das Gerät ist dann aber auch nicht mehr für Fernprogrammierung oder ähnliches erreichbar. Und ganz außen ist die 500 GB Festplatte für 120 Stunden HD-Aufnahme oder 310 Stunden Videoaufnahme in Standardqualität. An der Fernbedienung des MR 400 gibt es hier oben den Ein- und Ausschalter, um das Gerät in Standby zu fahren. Wir haben hier oben eine Taste mit einem Fernsehsymbol, das ist auch neu eine Fernbedienung. Sie können damit Ihren vorhandenen Fernseher steuern. Es gibt dazu in der Anleitung des Media Receivers sogenannte Herstellernummern, das heißt, Sie müssen das einmalig anlernen. Wenn Sie zum Beispiel einen Panasonic-Fernseher haben, dann können Sie das auf diese Taste hier programmieren. Wenn Sie dann da umschalten, dann würde diese Fernbedienung des Media Receivers zur Bedienung Ihres Panasonic-Fernsehers dann funktionieren zum Beispiel. Dann haben wir hier die Ziffern für die Programmwahl und sonstige Funktionen. Wir haben hier eine Suchfunktion, den Home-Button, um in das Entertainment-Menü zu kommen, Musik, um direkt zum Beispiel Internetradio abzuspielen, EPG, die elektronische Programmzeitschrift, um zu sehen, was gerade im Fernsehen läuft, auf welchem Sender. Ins Optionsmenü komme ich, Zurück- und Exit-Button, um entsprechende Menüs zu verlassen. Mit diesen Pfeil- und OK-Tasten kann ich durch die verschiedenen Menüs blättern und Auswahlen treffen. Ich habe hier einmal die Lautstärkeregelung und die Programmauswahl zum Durchblättern, ein Infobutton, die Mute-Schaltung, also lautlos,
Und die unteren 6 Tasten sind für die ganzen Timeshift- und Aufnahmefunktionen des Media Receivers, der ein Festplattenrekorder. Sie können also Sendungen aufnehmen oder auch einfach nur pausieren, wenn Sie gerade ein Telefonat bekommen. Alles das hier unten auf der Fernbedienung. Zum Schluss noch ein paar technische Daten. Stromverbrauch ist ja für viele interessant. Das Vorgängermodell hat im Betrieb bis zu 30 Watt verbraucht. Der neue Media Receiver 400 verbraucht nur noch unter 11 Watt. Im Standby-Modus sind es unter 9 Watt, gegenüber dem alten Modell 10 Watt. Im Standby-Modus ist halt so, dass das Gerät auch per Internet noch ansprechbar ist, also für Fernprogrammierung von unterwegs. Wem das zu viel ist und wer die Funktion nicht braucht, kann den Energiesparmodus Plus auswählen. Der liegt dann nur noch bei 1 Watt. Dann ist das Gerät im Netzwerk noch erreichbar, also wenn Sie einen zweiten Receiver zum Beispiel haben, der auf die Festplatte zugreifen soll, oder auch, dass bereits programmierte Sendungen dann aufgenommen werden, das alles würde im Energiesparmodus Plus funktionieren. Leistungsfähiger ist das Gerät auch geworden, vom Arbeitsspeicher her, vom Prozessor her, einfach, dass das Entertain viel flüssiger noch funktioniert, das Gerät sofort reagiert, wenn ich an der Fernbedienung was drücke, das alles mit dem neuen Media Receiver 400. Hier unten habe ich ja den MR400 stehen. Das hier ist der MR200, ein weiterer Receiver, um mehrere Fernseher im Haushalt zu betreiben. Optisch sind die beiden Geräte komplett identisch. Lediglich hinten gibt es einen kleinen Unterschied, dass hier keine Festplatte verbaut ist, sondern eine Blindklappe. Der MR200, diese Box greift dann auch auf die Festplatte des Hauptreceivers zu. Das heißt also, Sie können dann gemeinsam die Festplatte auch im Haushalt nutzen. Wichtig ist, dass der neue Media Receiver 400 nur mit den neuen Entertain TV Tarifen ab Mitte 2016 funktioniert. Wenn Sie bereits Entertain Kunde sind und den Media Receiver tauschen möchten, dann müssten Sie einen Tarifwechsel in die neuen Tarife durchführen. Wir beraten Sie gern, zum Beispiel auch zu dem neuen Tarif Entertain Hybrid, wo Sie einfach neben der DSL-Verbindung auch noch den LTE-Datentrubo dazu erhalten.